Und damit herzlich willkommen zur nächsten Bundesliga-Prognose. Ingolstadt gegen Hertha. Ja, Schalke-Spiel. Muss ich jetzt nichts mehr zu sagen. Sehr, sehr dumm und unglücklich gelaufen. War definitiv ein Punkt, wenn nicht sogar phasenweise ein bisschen mehr drin, auch wenn die Schalker das jetzt immer noch anders sehen. Aber ganz ehrlich, wer in Überzahl 75 Minuten in Überzahl spielt, im eigenen Stadion, zu Hause mit den Ansprüchen, die die Schalker haben, dann war das viel zu wenig, was die gebracht haben. Die wurden maximal über Standards gefährlich, hatten da natürlich 2, 3, 4 gute Chancen. Aber aus dem Spiel heraus war das einfach nichts. Und Hertha konzentriert sich jetzt auf Ingolstadt. Das wird definitiv keine leichte Aufgabe in Ingolstadt. Die haben definitiv, auch wenn ich das Wort jetzt nochmal benutze, gute Spieler in ihren Reihen. Zum Beispiel den Ex-Karlsruher Pascal Groß. Und so spielt Hertha, muss ja Ibisevic ersetzen. Ich habe mich für Kalou ganz vorne entschieden und Stocker wieder in die Mannschaft genommen. Es könnte aber auch sein, dass Baum Johann dafür spielt. Heute ist der Mittwoch, deswegen kann ich das noch nicht sagen, wie es am Ende wird. Vielleicht verletzt sich bis dahin noch eine. Ihr wisst das ja, ich muss ja im Voraus aufnehmen. Von daher einfach mal gucken, was hier heute machbar ist für uns. Letzte Woche haben wir ein schönes Spiel gesehen gegen Schalke. Der war nicht im Abseits. Ernsthaft nicht. Fenja hätte gut angefangen. Jahrstein bei mir nochmal im Tor. Gegen Schalke. Jahrstein ist halt, hatte gute Aktion, aber auch richtig Murksaktion. Und den müssen wir besser ausspielen. Den müssen wir einfach besser ausspielen über Weiser, der jetzt hinten fehlt. Aber das kriegen wir gut gelöst. Und, die sind hier sehr offensiv. Das gefällt mir. Denn dann können wir nämlich Haraguchi in die Wege schicken. Haraguchi versucht es mal mit einer Flanke, aber die kommt nicht ganz bei Kalou an. Der offensivstarke Weiser. Aber mit dem Ballverlust, das passiert in echt natürlich nicht. Da ist er ein solider Verteidiger. Hertha hier wird einem Ibisevic-Gedächtnis-Foul. Also alles halb so wild. Gut, das war schon faul, das will ich nicht abstreiten, Freunde von Ibisevic, aber ja, rot kann man auch geben, sage ich jetzt mal nichts gegen. Dann sind 2 Spiele Sperre okay, weil wenn man dann die Dings sieht, dass Kalou, sage ich schon, der gute Ibisevic schon öfters da dran war. Super von Stocker! Es hat sich gelohnt, den reinzunehmen! Wir reden gleich weiter. Erstmal Stocker hier am Feiern. Stocker feiert, tritt die Eckfahne und boom. Also, Ibisevic Wiederholungstäter, bla bla bla. Angeblich wurde das ja nicht gewertet als Wiederholungstäter, aber kann mir keiner sagen, das wurde gewertet. Und Hertha steht ja so und so schlecht da beim DFB. Super von Stocker hier, die Bewegung, zack. An Matip, glaube ich, vorbei. Rums, rein die Bude. Nee, an Roger. Nee, auch nicht. Roger. Nee. War es jetzt Matip oder doch Roger, der jetzt angelaufen kommt? Wir werden es gleich sehen. Stocker. Und Roms. Da ist die super Aktion. Es war sehr wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gegen Schalke ja die Highlights eingefügt mit Zecke Neuendorf und Marcelinho damals. Ich gucke mal, ob ich da gegen Ingolstadt was Ähnliches finde. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ich immer am Prognosenanfang sowas einfügen soll. Ob euch das gefällt oder ob er sagt, mach nur die Prognose, das reicht. Also da ruhig mal auch in den Kommentaren kurz Feedback geben. Und wir spielen jetzt hier richtiges Pressing, denn ich glaube, die Hertha, die hat hier Wut im Bauch. Also ich zumindest. Denn das gegen Schalke war unnötig und ich will dafür die Rache und boah, gefährliche Grätsche, aber Weltklasse-Grätsche. War fair, hart, aber fair, deswegen kann man so halt mal machen. Ich spreche gleich wieder über Ibisevic, keine Angst, ich vergesse das nicht, wenn bis dahin nicht noch 7 Sachen passieren. Und ja, wo war ich denn zuletzt stehen geblieben, dass ihr in die Kommentare schreiben könnt, war das das letzte Thema? Ich weiß es gerade nicht. Dann kommen wir jetzt einfach nochmal zurück zu Ibisevic. Wenn man da so die rote Karte gibt, was durchaus vertretbar ist, ach, da sollte er nicht hin, dann finde ich 2 Spiele Sperre, maximal 3 als okay. Die bereiten mir eh keine Probleme, die Ingolstädter. Aber 4 Spiele Sperre zeigt einfach wieder nur, ja,
Hertha ist nicht gern gesehen. Was wir aber gern sehen, ist die nächste Hertha-Chance, auch wenn Schelberitz Schuss hier abgeblockt wird im letzten Moment. Aber es kann sich doch sehen lassen, was wir uns hier zusammen kombinieren. Der Ball verschwindet auch heute einigermaßen schnell. Wie gesagt, wenn ich hier in Bonn bin, auf der Arbeit, dann ruht der PC auch und hat Pause. Und was ist da denn los da hinten bei Ingolstadt? Oh, schade. Laufe ich mit Weise eiskalt am Ball vorbei. Und jetzt ist hinten Holland offen. Aber das macht Schelbred super, dafür steht er da. Schelbred, da wollte ich auch nicht hin. Sondern direkt 2 Meter daneben, neben Schelbred. Aber gut. Wir bringen wieder Ruhe in die Partie. Zack und zack. Und schnelle Kombinationen. Da ist gar keiner mehr hinterherkommen. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Oh. Stocker wieder. Ja, wir kriegen hier die Problemfälle in den Prognosen immer gut aufgepäppelt. Erst Kalou, der bei uns immer super gestochen hat, und nun Stocker. Und Stocker ist ein Weltklasse-Fußballer. Ich weiß nicht, warum die Hertha-Fans ihn wieder kritisieren. Klar hat er sein Formtief gehabt, aber dann ist das halt so. Das hat jeder. Stocker ist auch nur ein Mensch und keine Maschine. Und dann hält man die Fresse und unterstützt den Jungen, damit er wieder zu alter Form findet. Und kritisiert nicht alles einfach immer tot. Tot kritisieren kann man was, wenn es nicht läuft. Aber hier ist er schon wieder mit der 14. Valentin Stocker. Alter, ist der geil drauf heute. Absolut richtige Maßnahme von mir, Stocker in die Partie zu nehmen. Und ich wollte erst wirklich Baumjohann nehmen, weil der mir auch gut gefällt. Aber ich glaube, für 90 Minuten reicht es beim Baumi noch nicht. Und Stocker zeigt ja auch, dass es richtig war, wie gesagt, ihn zu nehmen. Und ja, jetzt habe ich hoffentlich nichts vergessen zu erzählen. Wenn ich irgendwo aufgehört habe zu reden, weil ich wieder zu viele Themen im Kopf hatte, dann schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr irgendwo noch was dazu wissen wollt. Wie gesagt, ich bin manchmal ein sehr verpeilter Hampel, da passiert das. Allgemein könnt ihr ruhig gerne mal was da lassen, womit ich arbeiten kann, ob es euch gefällt, wo ich mich noch verbessern kann, was ich sein lassen sollte. Aber bitte schreibt mir nicht vor, dass ich Emotionen bitte hier rauszulassen habe. Wenn euch meine Emotionen und manchmal teilweise auch, muss ich zugeben, übertriebenen Ausraster, Beleidigungen nicht gefallen, dann bleibt einfach vom Kanal weg. Denn gerade bei einigen Mannschaften, die ich so absolut überhaupt nicht mag, passiert es mir schon mal, das gebe ich wie gesagt gern auch zu, dass ich den einen oder anderen nicht ganz saloppen angebrachten Ton von mir gebe. Das ist natürlich nicht sehr anständig, wie mir vorgeworfen wurde. Ja, kann man so sehen, aber ganz ehrlich, ich stehe zu meinen Emotionen und für mich gehören sie dazu, genau wie Plattner mit der Vorlage für Kalou und 3-0. Naja, fast. Wie gesagt, für mich gehört das dazu. In der Rolle als Fan darf ich gern emotional sein. Ich beleidige keine Person selber, sondern, ja, wie soll ich das sagen, auch wenn ihr es nicht glauben wollt, so die Vereine als Ganzes, aber auch in einem gesunden Maß. Ich sag zu niemandem Hurensohn oder sonst was, sondern sage ich maximal Scheiße 04 und Scheiße ist ja so ein schlimmer Begriff. Weißt du, geht halt heulen, das ist mir doch fuck egal. Mann, die Flanke sollte flach kommen. Ihr müsst einfach bei mir damit leben. Und damit ist Punkt. Stocker. Nimmt Plattenhardt mit. Der nimmt Tempo mit. Plattenhardt. Zurück auf Stocker nach einem Tänzchen. Tänzchen. Stocker. I don't have to say anything about that. Or is it true? Is it true? Valentin Stocker. Stocker. Ah, ich wollte zum Torwart rennen, aber so weit dürfen wir nicht jubeln. Hattrick von Stocker. Ja, ne? Darf man sich noch beschweren, dass der Stocker ein schlechter Spieler ist? Nein. Und wie gesagt, ich habe Wut im Bauch und ich denke, wir spielen auch schön. Hier der Trick von Plattenhardt. Wenn wir jetzt das von Stocker sehen, man nicht das Tänzchen, das ist wieder fein. Jetzt fängt der Ball doch an, so ein bisschen zu spinnen. Und dann ist Stocker einfach entschlossen und im Abschluss einfach eiskalt. Muss man einfach mal so anerkennen. Hier ein Tänzchen, zack, zack, zack. Martip guckt nur zu, der Captain. Ja, hier der Morales, der Ex-Hertaner, der zeigt auch nur an. Lala, deck mal und macht, ist halt zu passiv, kommt nicht hinterher. Und das darf man gegen einen Stocker sich einfach nicht erlauben. Und deswegen ist der Ball im Tor.
So einfach ist das, Herr Morales. Auch wenn ich Sie als Ex-Jataner durchaus mag und finde, dass Sie ein großes Talent sind. Oh, so ein blattenharter Tänzchen, das könnte ich mir stundenlang angucken. Wenn ich es irgendwie hinkriege, hätte ich das gerne auch als Thumbnail, wenn ich dran denke. Wobei ich als Thumbnail ja meistens die Aufstellung nehme. Schade. Mal gucken. Ja, doch, ich muss die Aufstellung nehmen. Bei den Prognosen gehört Aufstellung dazu. Schöner Ball auf Kalu. Kein bisschen zu lang, Kalu. Oh. Abstoß, ne? Scheiße, den zweiten hätte ich mich nehmen sollen. Ich hätte einfach die Ecke nehmen sollen. Super von Stocker hier. Dann sehen wir den Laufweg von Stocker. Auch optimal. Kalu mit dem ersten. Özcan so ein bisschen unsicher. Kippt dabei um. Und den zweiten muss Kalu natürlich nicht nehmen. Aber ja, okay. Hat er alles richtig gemacht. Hartmann kommt in die Partie. Den habe ich früher mal gemocht. Aber hat auch halt seine Grenzen. Mal gucken. Shigerzi. Da ist doch Haraguchi. Der kommt nicht ganz ran. Aber dafür ist da ein Shellbrett. Was ist denn hier bitte los? 4:0. Pfosten. Shellbrett an den Pfosten. Ich treffe den Ball nicht mehr. Jetzt habe ich ihn getroffen. Shellbrett mit dem Abstauber sozusagen. Und die Hertha hat wirklich Wut im Bauch, Freunde. Die Hertha hat Wut im Bauch. Haraguchi diesmal, der den Kopfballer gewinnt oder nicht gewinnt. Und dann Shellbrett mit dem zweiten Ball. Ja, das ist wichtig. Man muss da bissig bleiben, wach bleiben, torgeil bleiben. Torgeil Hazard, weißt du? Kennt man ja noch aus meinem Fußballmanager. Torgeil Hazard. Ja, komm, Ball, geh jetzt weg. Ich habe jetzt hier Bock, noch ein Tor zu schießen. Ich bin mal nicht am Fluchen, sondern ich habe es jetzt freundlich gesagt. Und ich denke, jetzt kann man auch so, ihr seid ganz verwundert, ne? Ist es wirklich der Hilfakti, der hier am Mikrofon ist, ey? Der rastet doch sonst immer total aus und beleidigt alle. Aufs Übelste, total anstandslos. Und zum Thema Anstand, das umgehen wir besser. 4:0, also ein 5:0 hätte ich schon ganz gern. Wobei ich niemals glaube, dass das in echt passieren wird. Ingolstadt ist, wie gesagt, eine harte Nuss. Die werden sich nicht mit 5:0 von der Hertha abschießen lassen. Im Leben nicht. Uiuiui, da muss aber Jahrstein ein bisschen besser hin. Aber egal, gehalten ist gehalten. Es ist denn nicht viel passiert, außer eine Ecke, die man nicht verteidigen kann, weil der Ball im Weg ist. Ja, in die Richtung habe ich nicht geköpft. Der Ball bleibt heiß. Zieh mal wieder. Ich habe doch nicht gedrückt. Okay, es geht. Doch, war gut, war gut. Ja, gut, wenn wir da jetzt noch gut vorbeikommen an dem. Ja, das sah gut aus, aber die Grätsche saß. Die hier nicht, aber es ist mir auch scheißegal. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Gute Grätsche hat gereicht, um den Ball ein bisschen abzufälschen. Und somit erstmal die erste Gefahr rauszunehmen. Uiuiuiuiui, Hartmann, Moritz Hartmann, direkt hier gefährlich. Uiuiuiui, ich dachte locker, dass da eigentlich mein Innenverteidiger, der Misti, rankommt, aber kam er nicht und Jahrstein wäre da auch nicht dran gekommen. Alter Schwede. Moritz Hartmann, wie gesagt, der kenne ich direkt. Und wir haben noch gar nicht gewechselt, fällt mir gerade mal auf. Morales ist gegangen, wir nehmen auch mal die, nicht Seite wechseln, die Zeit, um mal ein paar Wechsel vorzunehmen. Wir bringen Baumi, das ist noch realistisch. Für Haraguchi, die wir heute nicht so gesehen haben, tun Darida dafür hierhin und Shellbrett auf rechts. Das hat er auch mal bei Hamburg gespielt, das kann er. Und zudem bringen wir gar keinen mehr, wenn ich nicht wüsste wen. Der Rest gefällt mir wirklich ausgezeichnet. So, warum schiebst du Haraguchi vom Feld, Junge? Als hätten die keine Zeit, die liegen 4:0 hinten. Da würden die ja natürlich drehen, die das noch, ist klar. Spasti, pack mein Haraguchi nicht an, Junge. Oh, er hat Spasti gesagt. Mist, jetzt hab ich wieder jemanden beleidigt. Verdammt. Also solche Leute kann ich nicht ernst nehmen. Zumal ich ja, wie gesagt, Samstag, also nicht wie gesagt, wer gesagt hat, ich 4 noch nicht. Samstag eine Menge
Shitstorms bekommen habe von Schalke. Es wäre okay gewesen, hätten die Leute mich einzeln angeschrieben oder einer gesagt, hey, hör mal, ich finde das nicht gut, dass du Schalke immer als Scheiße 04 bezeichnest und als Schlacke und Pipapo. Fände ich okay, aber die kamen direkt an, Beleidigungen, und dann habe ich die geblockt und dann kamen sie an und haben andere auf mich aufgehetzt, die ich dann auch geblockt habe, und dann ging das so weiter und so fort. Natürlich hätte ich die einfach komplett ignorieren sollen, aber ja, ich, so bin ich halt. Stocker nochmal. Richt ab, nimmt nochmal Plattenhardt mit, der auf Stocker. Hertha lässt jetzt Ball und Gegner laufen. Die Gerzi, Stocker, Plattenhardt, Stocker, Gerzi, Kalu, Baumi, Baumi, Baumi. Abgefälscht. Ui. Nochmal abgefälscht. Kalu. Ende. Schade. Kein 5-0 mehr geworden. 4-0 ist absolut okay. Und ja, mehr Geschichten brauche ich nicht erzählen, da es jetzt Ende ist und es interessiert eh keinen. Und sollte man auch vergessen, Idioten gibt's überall und Leute, die die Wahrheit einfach verdrehen und dir die Schuld geben, das werdet ihr noch lernen, davon gibt es so, so viele Leute. Ich denke, wir haben hier ein super Spiel gesehen, das ist viel wichtiger als meine komischen Geschichten und welche komischen Menschen ich kenne und was für ein komischer Mensch ich überhaupt bin. Aber ich kann damit, wie gesagt, leben, dass ich ein komischer Mensch bin. Die anderen können zwar auch damit leben, aber naja, ja. Ne? Danke fürs Zuschauen, Freunde, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ihr, wenn ich es finde und schaffe, die Highlight-Clips sehen wollt, was Hertha gegen den Verein schon mal geleistet hat oder irgendwas Schönes zu dem Spiel. Irgendwie sowas hätte ich gerne am Anfang immer. Ich, das macht so ein bisschen Spaß, mal was anderes zu machen. Einfach mal so ein, zwei Minuten immer so Highlight-mäßig da vor der eigentlichen Prognose einblenden. Ja, ansonsten könnt ihr auch gerne eure Tipps wieder abgeben. Ich denke, ich habe meinen Tipp am Anfang hier auch ins Video geschrieben. Ich hoffe es jedenfalls, habe ich beim letzten Mal ja auch geschafft. Ich kann es jetzt nochmal offiziell sagen, wobei ich dann meine Meinung bestimmt wieder ändern werde. Also, ich sag mal, mit Vereinsbrille hätte ich gern einen knappen Auswärtssieg. Das wäre mir vollkommen ausreichend, so ein 2-1 für Hertha. Aber wie gesagt, Ingolstadt ist wirklich eine harte Nuss. Die sind taktisch gut eingestellt. Von daher rechne ich fast nur mit einem 1-1. Muss man nur 1-1 in Anführungszeichen, weil Ingolstadt hier gerne mal unterschätzt wird, und das nur ist eigentlich schon recht gut. Und ja, ja, könnt ihr mal eure Tipps schreiben und ansonsten auch gern andere Kommentare hinterlassen. Und ich sag nochmal danke fürs Zuschauen, jetzt im Outro. Und ja, wie gesagt, ich habe eigentlich jetzt schon alles erzählt. Kommentare schreiben, wie gefällt euch das Anfang am Video, der Anfang am Video, wenn ich da so ein Highlight-Clip mache. Wie hat euch mein Spiel heute gefallen? 4-0, super Prognose, oder? Kann man super mit leben. Wir haben viele schöne Spielzüge gesehen. Ein Stocker in Wahnsinnsform, teilweise schöne Übersteiger-Tänzchen von Plattenhardt und Stocker. Also richtig super, Ballbesitz überragend. Und ja, ich hoffe, das echte Spiel muss nicht ganz so solide überragend sein, aber doch ein bisschen, wenn es in die Richtung geht, wäre ich sehr zufrieden. Und ja, aber unter Dardai bin ich, wie gesagt, immer noch weiter sehr zufrieden mit der Entwicklung. Ich denke, viele sehen das nicht so, weil ich sehe auf Facebook immer so viele, die einfach immer nur noch am Meckern sind und die Kalu am Anfang der Saison runtergemacht haben. Und jetzt habe ich provokant einfach mal gefragt, als der Spieler des Spiels wurde gegen Schalke, wo sind denn jetzt die ganzen Hater hin? Und dann kamen sie, das ist sein erstes gutes Spiel gewesen. Und ich so, nein, war schon nicht sein erstes gutes Spiel diese Saison. Ihr müsst einfach nur mal hingucken und nicht einfach nur verblindet, verblödet die Meinung der Massenmedien widerspiegeln, sondern einfach mal euer Gehirn einschalten. Ja, aber das können die wenigsten. Tja, vielleicht sehe ich das auch als einziger so, dass Kalu gar nicht so schlecht ist, wie er immer gemacht wird, und dass Stocker viel besser ist und Pipapo und Pup. Ja, lang genug geredet, das war's jetzt. Und ja, jetzt muss ich auch beenden, sonst schaffe ich das nicht im Schneiden. Bis Samstagabend. Ach ja, hab ja gar nicht erwähnt, dass das Spitzenspiel ist. Hertha hat ein Spitzenspiel, 18:30. Also, haut da rein, wir sehen uns und hören uns hoffentlich auch bei der nächsten Prognose, wenn ich es zeitlich schaffe. Wenn nicht, ich habe viele andere Let's Plays auf dem Fußballkanal, auf dem Games-Kanal. Schaut auch da vorbei. Games-Kanal hier, Fakti Games, Fußballkanal, seid da gerade drauf, sonst könntet ihr das hier nicht hören. Wahrscheinlich kennt eh keiner mehr, außer ich selber. Hahaha. Naja, wir sehen uns. Also, ciao.
our friends stay. We'll take them on you today. They all join, it's great. We're really on our way, yeah. Don't you bail now, no, it's sad. Cause today's the day that all our friends will join. That's why.